So, hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Titanfall 2. So, wir machen weiter mit einem neuen Kapitel. Major Anderson hat diesen Weg genommen. Das könnte eine Abkürzung zum Treffpunkt sein. Wir sollten weiter. In den Abgrund heißt die. Okay, Folge BTs Abkürzung zum Treffpunkt. Ne, das machen wir gleich. Moment. Na, da hinten ist nichts mehr. Okay, BT, wir gehen an. Wollte nur kurz schauen, ob da hinten irgendwas ist. So, wir können einsteigen, müssen aber nicht, er folgt uns eh. Ist auf jeden Fall leiwand, oder? So ein Riesenroboter als Bodyguard dabei zu haben. Okay. So. Da kommt er eh nicht drauf. Oh ja, da kommt er drauf. So. Was ist das hier? Dateizugriff. Unbekannt. Was machen wir hier, BT? Wir müssen durch diese Anlage zum Treffpunkt mit Major Anderson vorrücken. Das ist die einzige Chance zu überleben. Kommst du runter? Jawohl. Sehr geil. So. Anderson müssen wir noch immer finden. Ist eh klar. Den haben wir noch nicht gefunden. Im letzten Part haben wir Kane vernichtet. Leider nicht den von Command & Conquer, nämlich das ist ja auch so ein absolutes krankes... Ja, okay, gut, lassen wir das mal. So, oh, da hinten leuchtet's. Moment. Das da vorne heben wir gleich auf. Da vorne ist irgendwas. Obwohl Kane schon eine leibende... Ein geiler Charakter ist von Command & Conquer. Wer das kennt, der kennt sich aus, was ich halt meine. Aber er ist halt ein bisschen krank. Was das ganze Tiberium und sowas angeht. So, genug von Command & Conquer. Wir machen hier weiter und heben mal die Waffe auf mit unseren Riesenroboter. Na komm mal vor da, BT. Komm mal her da und lass mich mal rein zu dir. Schaut geil aus auf jeden Fall. Pilotensteuerung. So, das können wir uns natürlich gleich anschauen. Jetzt haben wir gekriegt, den Scorch. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Schauen wir mal ausrüsten, schauen wir uns das mal an. Hier, Blisk, komm, over. Hier ist Ash, was gibt es? Kane antwortet nicht. Ich denke, unser Milizpilot spielt den Helden. Er kommt vermutlich in deine Richtung. Töte ihn. Verstanden. Ash out. Wer ist Blisk? Er ist ein gesuchter Verbrecher in Diensten der IMC. Blisk war für den Tod meines letzten Piloten, Captain Lestimosa, verantwortlich. So, ich wollte nur schauen, was die Waffe kann. Jetzt wissen wir es. Also mit der muss man wirklich schon richtig gut treffen. Ah, das ist eher nichts für mich. Aber trotzdem. Und wir wissen auch schon, wer der Endboss ist anscheinend. Und zwar Ash. So, dann schauen wir uns mal hier um. Können wir da runter mit unserem BT? Ja, sehr gut. Ah, das ist die. Ah, das ist ein Arschloch-Level. Tut mir leid, wenn ich so rede, aber es ist wirklich eins. So, mal da ist die weg. Ach, bitte hör auf, mich da weiter zu drängen. Gegen mich habt ihr so und so keine Chance. Was macht ihr da eigentlich, ja? Mann am Boden! Ah, das ist das, okay. Das ist das, was wir von Kane gekriegt haben. An mir macht das eh keinen Schaden, oder? Scheint nicht so, sehr gut. Sehr gut. So. Wohin? Geh weg da. Interessiert doch keinen. Ich hab gesagt, geh weg. Gut, jetzt habe ich ihn, glaube ich, erwischt. So, ich glaube, da geht's nicht mehr weiter. Da geht's weiter, okay. Dann gehen wir mal da weiter. Kontrollpunkt, sehr gut. Very nice. So, grüß euch. Ja, ich habe ein Geschenk für euch. Ich finde das auch so geil, dass das unendlich viel Munition hat. So, da schießen wir einfach mal so mitten rein. Ja! Einfach mal davor. Wow, es macht mir doch Schaden.
Das ist mir gar nicht vorher aufgefallen, so, über die können wir einfach drüber gehen auch. Wir zerquetschen sie einfach. So, ist hinter mir noch wer? Ja, natürlich ist hinter mir noch wer. Ah, die sind auch schwer zu treffen. So, jetzt da aber, oder? Da oben ist auch noch einer. Ich glaube, das passt, oder? So. Schaut's mal, da oben. Kann man aussteigen und umlaufen. Das ist vielleicht ein Helm, aber interessiert mich ja auch jetzt nicht wirklich. Wir machen da jetzt einfach weiter. So, kommt da von da oben was runter? Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Oder wir... Ja, wirft eine Granate daher, gell? Glaubst du, dass das mich erledigen würde, oder was? So, gehen wir weiter. Einfach mal drauf da. Ha? So. Wow. Moment. Ja, das hat dich ziemlich erwischt, ha? So, einfach drauf. Vorsichtigung. Patz. Da drinnen. Wie soll ich denn das nehmen? Das war daneben. Ah, okay, gut. Trotzdem getroffen. Sehr gut. So, Marsibär, ha? Ja, komm nur näher. Das ist so eine Art wie eine Schrotflinte für dich. Nur wenn es an dir haften bleibt, macht es weiter mehr Schaden. So, bleib mal stehen, habe ich gesagt. Du sollst stehen bleiben. Was? Es gibt kein Entkommen, Gesetzloser. So, jetzt haben wir es. So, du verbiss dich von mir. Von Titan erfasst. Ist da noch einer? Ah, da hinten. Ein Tan. Ja, den kennen wir schon. Den Tan. Treffe ich den überhaupt? Scheint nicht so. Aber jetzt. Ah, da macht sich gleich das Schild. Natürlich. Da hast du. Batz. Oh, das Schild blockt das. Oh, gut zu wissen. Alles gut zu wissen. Ich habe die Waffen nämlich noch nie wirklich ausprobiert. Alle, Feindheiten eliminiert. Verteilt euch. Ja, ja. Nein. Jetzt da. Sehr gut. Jetzt habe ich dich in die Enge getrieben, Mausibär. Da kommst du nimmer mehr raus. Feindheiten zerstört. So. Ich nehme mal an, da nach vorne. Bis jetzt läuft's gut. Was die da machen, das werden wir dann gleich sehen. Das ist so wie beim Ikea. Die stellen da so eigene Wohnungen zusammen. Ihr glaubt's mir nicht, ihr werdet's das sehen. Aber für dich ist hier Schluss. So, grüß euch. Geh mal da so rein. Fetzen. Jawohl. Da zieht man Schaden, ne? Ich genauso. Sehr gut. Feuersystem bereits, sehr gut, schauen wir uns das mal an. Ah, so geht das. Oh, leibernd. Das hat ziemlich viel Schaden jetzt gemacht gegen die anderen. So, jetzt da. Ich weiß, ja. Jetzt haben wir ihn, sehr gut. So. Finde ich auch, ja. So, ein bisschen da oben umschauen. Ob es da irgendwo medizinische Hilfe gibt für unseren Titan. Ich glaube, da hinten war was, oder? Feuerfrei, eine Trophäe haben wir erhalten. Sehr gut. Interessiert mir auch wenig. Keine Ahnung, vielleicht kommt da vorne noch was. Wir haben ja noch mehr als die Hälfte Energie. Gott sei Dank. So, da vorne wieder eine neue Waffe. Okay. Schauen wir uns die gleich mal an. So. Brut haben wir gekriegt, okay. Na dann schalten wir mal um, oh, das schaut mächtig aus. Der Lastenaufzug dieser Verladebucht ist eine Abkürzung durch die Anlage. Sie finden das Bedienfeld über ihr HUD. Okay. Ja, scheint so. Das müsste ich da zu Fuß rübergehen. Da komme ich nicht rüber mit meinen Titan. Ich glaube, ich muss da einfach an der Wand herum schlängeln. Das werden wir uns gleich mal anschauen. Zack, zack. Sehr nice.
Attackiere feindliche Infanterie. Jo, mach das. Ich mach das gleiche wie du. Alles cool. So, Moment, was haben wir denn noch mit? Ah, die Schrotflinte, ja, die gebe ich nicht her. Da können wir mal nachladen. So. Was haben wir da? Ja, scheint auch ziemlich in Ordnung zu sein. So, da vorne haben wir das Ding, was wir aktivieren müssen, damit unser Titan da weiterkommt. So, wir nehmen da jetzt einmal was anderes mit, nicht immer nur diese Ninja-Sterne da. Ohne den Lastenaufzug kommen wir nicht weiter. Ich markiere die Position des Bedienfeldes auf Ihrem Hard. Ja, danke, dass du es markierst auf meinen Hard, aber das interessiert mich auch nicht. So, bitteschön. Aufzug aktiviert. Soll ich jetzt wieder zurückkommen? Ja, da ist er. Scheint alles in Ordnung zu sein. Gut, ich habe mir gedacht, wir trennen uns wieder. Auf jeden Fall passiert das so und so. Ja, jetzt da, okay. Unbefugter Titan in Verladebucht 13 geordnet. Transferiere Titan zu Neuzuweisung. Roger, Kappa 3 unterwegs, out. Pilot, ich kann mich nicht befreien. Cooper. Ja, ich hol dich auf jeden Fall wieder. Den müssen wir jetzt retten, den BT. Der kann da nicht sehr viel ausrichten. Wir kommen runter in die nächste Ebene. Deswegen wird's ganz dunkel und deswegen kriegen wir auch einen neuen Ladebildschirm hier. Oh mein Gott. Das Spiel muss neu laden, weil jetzt PT weg ist und eine neue Map kommt. Und das ist das, was ich euch jetzt vorher gesagt habe. Jetzt sehen wir gleich, wie das alles zusammengebaut wird, diese Wohnungen halt. So, lad schneller. Bitte. Nur ein bisschen schneller. Danke. Pilot, brauche Unterstützung. Das Sicherheitssystem scheint hier einen Titan geschnappt zu haben. Weniger Arbeit für uns. Na dann gehen wir es mal an. Einmal weg. Zweimal weg. Dreimal weg. Nein, doch nicht. Bleibst du liegen erst? Vollidiot. Okay. Das scheint zu passen. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich darüber. Na dann, lauf mal da entlang. Gott sei Dank. Ohne dass wir gestorben sind. So, jetzt wird es ein bisschen kniffliger da. Einmal, dann einmal Abspringer. Sehr gut, einfach durchlaufen. Cooper, falls Sie mich hören. Ich werde zum Umspannwerk dieser Einrichtung gebracht. BT, wie komme ich zu dir? Folgen Sie den Rohren in die unteren Ebenen. Warnung, verliere den Kontakt. Ja, ich verliere den Kontakt zu ihm. So, da hinten ist ein Helm. Wie wir da allerdings hinkommen, weiß ich nicht. Vielleicht geht sich das aus, dass wir da einfach rumspringen. Aber wie gesagt, interessiert mich nicht wirklich. So, da haben wir einen Geist wieder. Den können wir wieder aktivieren. Brauchen wir allerdings nicht, weil das Spiel so und so immer das gleiche ist. So, einmal und... Und sehr nice und jawohl und darunter nur noch, das ist nicht allzu schwer. Gott sei Dank. So, einfach der Viere und da wieder runter. Okay. Ah, na. Den Geist braucht man nicht. Wir springen nur rüber. Ah, verdammt. Seien Sie vorsichtig. So, was haben wir da? Das ist ziemlich groß. Mal kurz austauschen. Nein. Definitiv nein. Das ist mir zu langsam. So. Wie kommen wir da jetzt weiter? Ich glaube, wir müssen rauf, aber ich bin mir nicht sicher. Nein, wartet einmal. Genau da ist das Ding offen. Scheiße, das ist doch für Marvin nicht so ausgesehen, wie es in Fall der ist. Schau mal, wir sind für diesen Einsatz total überqualifiziert. Keine Ahnung, warum wir uns von diesem Simulator Befehle erteilen lassen. Ja, bis jetzt, oh, wirklich, bis jetzt rennt's.
Ich bin eigentlich nicht gestorben durch die Gegner, ich bin eigentlich nur gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen bin. Mist, hier ist Ash. Ich habe einen Titan der Vanguard-Klasse. Was soll ich mit ihm machen? Ist mir scheißegal, zerstöre ihn. Was ist mit seinem Piloten? Um den kümmern wir uns bereits. Diese Station wurde zum Töten gebaut. Ich bin sicher, das kann ich mir zunutze machen. Ash, du bist hier nicht auf dem Spielplatz. Ich bezahle dich nicht fürs Mitdenken. Zerstör den Laden, wenn es sein muss. Verstanden? Please guard. Pilot, ich bin in einer Montagestraße. Vielleicht gibt es einen Ausgang. Ich empfehle, Sie folgen den Plattformen. Du musst es auf meinen Hut. Diese Anlage ist extrem gefährlich. Passen Sie auf, dass Sie auf dem Fließband nicht zerquetscht werden. Ja, das stimmt. Das ist mir auch oft passiert, dass ich zerquetscht worden bin. So, nachladen. Alles cool. Sehr leibend. So, euch hasse ich. Wie die Pest hasse ich euch. Die halten nämlich auch ziemlich viel aus, wie ihr gesehen habt. Ein paar Schuss mehr. Aber es passt schon. So, einfach da drauf. Tak, 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 tak. Alles weg. Sehr leibend. So, das war's auch. Dann müssen wir dann da Viere. Ich schau mich ganz... Na, ich brauche mich nicht umschauen, oder? Ich weiß nicht. Wollt ihr das unbedingt sehen? Ich habe keine Ahnung. Halt eine Fabrik. Hier beginnt's einmal. Mit einfach nur Stahl. Nehmen wir da einfach mal Viere. Ja, wir sind das zweite Mal gestorben. Ja, bitte. Respawn. Mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet, aber ja. Okay, der Kontrollpunkt war auch komisch, aber okay. Das passt. Der ist down. Sehr gut, da oben nur noch. Moment, wo ist er? Da ist er. So, ich glaube immer nur das zweite, oder? Doch nicht. Scheiße, ich habe mich extra noch nach hinten bewegt. Weil ich mir nicht sicher war. Na gut, dann halt nochmal. Ah, es ist schon schwer. Also schwer. Ist jetzt nicht wirklich eine große Herausforderung. Aber trotzdem. So, jetzt machen wir es aber. So, die haben wir. So, jetzt springen wir drauf. Das hätte ich schon vorher machen sollen. Wurscht. So, dann darüber. Und darüber. So, da ist schon mal das Gras. Sehr gut. So, ganz ruhig. Da oben. So, Mausibär, zu dir kommen wir gleich. Durch dein Schild kann ich leider Gottes nicht durchschießen. Lad nach, schneller. Sehr gut. So, einmal. Zack, 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 zack. Sehr gut. Du, geh weg da. Wir drücken L1, damit wir wieder unsichtbar werden. Ansonsten passt das da eigentlich. So, dann gehen wir da weiter. Moment da. Ganz kurz. Ich will mir das nur ganz kurz anschauen. Okay, ob der Laser mir was da ausmacht, weiß ich nicht. Aber ich kann da zumindest rüberlaufen. So, wir bleiben mal da. Ja, sehr gut. Komm, beweg dich, beweg dich. Uhuhuhu, sehr gut. So, geht schon, gehen wir's an. Ich habe keinen Cut gesetzt. Ich weiß nicht, warum das jetzt da so gestockt hat. Es hat wahrscheinlich geladen. Wo ist er? Achso, das ist diese Maschine da. Wir drücken L1. Wir gehen mal da kurz in Deckung. Lassen ihn kurz mal regenerieren. Nur kurz, habe ich eh gesagt. Perfekt. Sehr gut. So, Maschine ausschalten. Böse Maschine, böse Maschine. So, durchlaufen einfach. Das mache ich jetzt gerne. Ui! So, da vorne geht es gleich weiter. Ich glaube,
Es gibt keine Gegner mehr. Es hat gespeichert. Sehr gut. So, da wird jetzt alles wieder zusammengesetzt. Wir warten auf die nächste Trage. Die kommt schon da. Sehr gut. So. Da haben wir schon mal das Grundgerüst von unserer Wohnung. Pilot, ich werde durch einen Bereich gebracht, in dem Fertigelemente gelagert werden. Wir sind nicht weit weg. Gehen Sie weiter. Was zum Teufel bauen die hier, BT? Unbekannt. Aber ich bezweifle, dass die IMC Häuser fertigt. Die zerstört sie für gewöhnlich nur. Also es ist ja nicht unsere Wohnung, was ich vorher gesagt habe. Ihr versteht schon, was ich meine. So, da vorne ist schon gleich die nächste neue Plattform. Oh, ich gehe mal da weg. Ich habe Angst vor diesen Greifarmen da. Da mein Bücherregal. Aua! Ah so, geht schon los. Na dann, kommt's her. Wollte nur herzeigen, was es gibt. Na, nicht schon wieder diese Dinger. Geh mal da runter. Lauf, 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 lauf! Durch, 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 durch. So, ganz ruhig. Wir drücken L1. Ganz kurze Verschnaufpause da. Für unseren Charakter. Cooper, regeneriere dich. Alles ist cool. So, mal da drauf. Sehr gut. Gleich beide weg. Der auch gleich weg. Sehr gut. Nachladen da. Alles leibern. Bis jetzt läuft's wirklich. Ich habe nur Probleme mit den Stages. Ich sehe ihn nicht. Da ist er. Und weniger Probleme mit den Gegnern. Von wo schießt er? Ah, da sind viele. So, diese Hilfsroboter machen wir auch natürlich kaputt. Boah, viele Waffen liegen da. Nicht schlecht, aber ich bin eigentlich mit der, die ich jetzt da momentan habe, extrem zufrieden. Mehr als zufrieden sogar. So, wir gehen weiter da nach hinten. Ich habe schon gesehen. Da hinten stehen sie schon. Hat auch ein schönes Scope, es kommt ziemlich nahe dran. Es ist schon leibernd. Sonst noch irgendwo wer, der mit mir Stress sucht? Da, ah, du versteckst dich. Okay, warte, ich verstecke mich auch da. Ey, wo bist du? Da ist er. So. Alles cool? So, ich glaube mal, das passt. Gehen wir da auf. So, und darüber müssen wir. So, springen wir da gleich mal drauf. Ja, das sind auch diese... wie nennt man die? Crash-Dummies? Kann das sein? So. Sehr gut, das hat sich gerade noch ausgegangen. Ob das beabsichtigt ist von Spiel, weiß ich gar nicht, aber es ist sich ausgegangen. Jo, du mit deiner Pumpe, hä? So, hinter mir. Wir laufen da einfach gerade mal drüber. Aber ich sehe schon wieder keinen. Da hinten sind welche. Den habe ich bei einem perfekten Kopfschuss jetzt gemacht. Einmal. Zweimal. Dreimal. Nachladen. Komm, 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 komm. Sehr gut, den haben wir noch erwischt. Jo, du versteckst dich da hinten, ne? Komm, 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 komm. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er! Hab dich, du bist dran. Okay. Damit haben wir das auch fertig. Geklärt anscheinend. So, wo müssen wir... Doch nicht, da oben sind noch welche. Wie komme ich denn da rauf? Ah, da oben ist noch einer. Ah, hier. So, Kontrollpunkt, jetzt ist keiner mehr da. Ah, wahrscheinlich hätte ich nicht da unten landen sollen, sondern hier oben. Eh, wurscht. So, da oben haben wir noch einen. Wieso ist er dann ein Kontrollpunkt, wenn ich noch Gegner hier habe? Okay, gut, der ist zu weit weg, dass ich ihn treffe. Da muss ich ein bisschen näher hin.
Perfekt. Das gleiche kann ich auch. So, wo ich jetzt allerdings weiter muss, weiß ich gar nicht. Ich glaube, wir müssen einfach da rein. Da kommt doch mal die Leiter, sage ich. Die Stufen. So, ich bleib mal da neben der Puppe stehen. Ich habe Angst, wenn sich das immer so bewegt. Ich glaube, wir müssen eh darüber. Und Jump! Sehr gut. Schön mitgenommen. Ah, der lebt noch. And one punch in your face. Tack, 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 tack. Ui, schon wieder diese roten Dinger. Ah, schon wieder. Nein! Gott sei Dank. Moment. Ich ziehe mich ein bisschen weiter zurück, falls da noch mehr kommen. Genau. Damit ich sie von der Ferne da nicht... Also damit ich sie von der Ferne vernichten kann und nicht von der Nähe. Damit sie nicht direkt von mir explodieren. Ja, genau. Das habe ich gemeint. Oh, ho, ho, ho. Moment. Schnell nachladen. Ja, zumindest höre ich's. Kann sein, dass ich mich natürlich auch hier... Oh, wir drücken L1. So, haben wir alle? Wo ist denn dieses Scheißgeschütz? Da hinten ist es. Weg. Das waren jetzt drei auf einmal, das hätte ich nicht überlebt. Sehr gut. So, du bist so und so nur Training. Nichts anderes. So. Ja, da ist schon wieder eine Granate. Das heißt, da lebt noch wer. Genau, da ist schon einer. Da hinten ist auch noch einer. Sehr gut. Da lebt noch immer einer. Da schreit wer. Da hinten steht er. Ja, ganz hinten. So. Hinter mir? Vor mir? Da ist er! Da ist aber noch immer einer. Zumindest her ihn. Da ist er ja schon. Psst. Leise! Jo, wirf eine Granate. Nee, das ist unfair. Hast mich jetzt gehört, gell? So, wahrscheinlich darauf. Puh. Fahren wir mal mit dem mit, würde ich sagen. Okay, da oben ist eh diese Ding. Die Schiene, die wir entlang fahren. So, dann nach hinten müssen wir, okay. Dann bitte die Richtung weiter. Pilot, Pilot, geht es Ihnen gut? Geht so. Was für ein Fleischwolf. Bist du okay? Unbeschädigt. Allerdings bezweifle ich, dass dies eine Schlachtfabrik ist. Bei meinem Glück stürzt sich der Laden gleich von innen nach außen. Oder von oben nach unten, wenn man die Umstände bedenkt. Ja, wenn man die Umstände bedenkt. So, da kommt immer mehr dazu. Wie man sieht, da ist schon die ganze Wand. Nicht, dass ihr euch wundert, da kommt schon die nächste. So, wohin kommen wir denn jetzt? Auf jeden Fall nicht aussteigen. Genau, da müssen wir hin. Ich sehe Sie, Pilot. Ihre Beharrlichkeit ist bewundernswert. Ich wünschte, die IMC-Edwin wäre genauso erschossen. Es gibt nur einen Ausweg, Pilot. Nach oben. So, es gibt nur einen Ausweg, Pilot, und der führt nach oben. Hat sie gerade gesagt. So, Laut meiner Scans ist die Kuppel über Ihnen Ihre beste Chance, einen Ausgang zu finden. Ich rate dringend dazu, dorthin vorzustoßen. Ist ein bisschen komplizierter. Moment. Ah, darauf. So. Jetzt sind wir mal oben. Das ist schon einmal ein guter Anfang, muss ich sagen. Ich glaube, wir müssen eh in die Richtung. Nein, nicht mal. Gott sei Dank habe ich den Geist gesehen.
starten wir mal ganz kurz. Ist ein bisschen knifflig nämlich. Einfach nur darauf. Okay, das war's. Das hätte ich auch so geschafft. Die Kuppel wartet noch immer. Ich verspreche Ihnen, ich werde Sie nicht einfach exekutieren. Sie haben erwartet. Was? An das kann ich mich auch nicht mehr erinnern. Okay. Alter, wo gehst denn du hin erst? So. Das ist ja Gott sei Dank nicht allzu schwer. Da habe ich mehr eher Angst vor dem Sprung hier. Oh, und up. Jawohl, sehr gut. Das ging auch sehr gut. So, und darauf. So, dann darüber. Hup. Sehr gut. So, dann nehme ich mal an, darüber. Das könnte schon möglich sein. Moment. Wir schicken den Geist mal voraus, damit ich es weiß. Ja, genau darüber. Und dann darauf, oder? Ja. Okay. So, und ab geht's. Kuppelszenario-Simulation aktiviert. Gelände wird zurückgesetzt. So, der Part wird wieder länger. Scheiße. Okay. Nochmal. Wir sind Gott sei Dank eh gleich da oben. Wir müssen nur auf die Plattform kommen. Der Part wird wieder ein bisschen länger. Kuppelszenario-Simulation aktiviert. Gelände wird zurückgesetzt. So, bleibt die auch stehen? Treten Sie auf die bewegliche Plattform. Nein! Gute Arbeit. Das war überhaupt nicht gute Arbeit. Was war das gute Arbeit? Ich bin voll daneben gehüpft. Ja, ich hätte nicht nochmal X drücken dürfen. Ich muss mich einfach nur fallen lassen. Ja, das ist schon... Tut mir leid. Überhaupt dauert das immer so lang. Ich kann euch aber erklären, was das da ist. Das da oben wird jetzt dann mein Schlachtfeld. Das, was wir uns noch in dem Part anschauen. Oder? Ja, ich... Nein, wir schauen es uns nicht in dem Part an. Wir machen das im nächsten, nämlich sonst wieder wirklich zu lang der Part. Ich bedanke mich auf jeden Fall, wie immer, ganz herzlich fürs Zusehen. Macht's gut, tschüss, Papa. Euer Herzfehler.